Trauer um Kenneth Zhang, der James-Bond-Star, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Laut Variety wurde der Schauspieler am 27. April tot in seinem Hotelzimmer in Hongkong aufgefunden. Dort soll er nach einer Reise nach Singapur seine Quarantäne verbracht haben. Eine genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Sein Manager erklärte dem US-Branchenmagazin: Kenneth war nicht nur ein wunderbar begabter Schauspieler, sondern auch ein lieber Freund, den ich respektierte und an den ich mich wenden konnte, wenn ich ihn brauchte. Zhang gab Mitte der 50er Jahre sein Schauspieldebüt und machte sich zunächst mit Kung-Fu-Filmen einen Namen. Später wurde er mit Rollen in Die Ersatzkiller, Rush Hour 2 und James Bond 007, Stirb an einem anderen Tag international bekannt.